Sabine Doll, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Am Montagmorgen sind die Anwohner in Neulingen-Bauschlott bei Pforzheim gegen 4.15 Uhr in der Schlossstraße aus dem Schlaf gerissen worden durch einen lauten Knall. Unbekannte haben den Geldautomaten im Verwaltungszentrum in die Luft gesprengt und sind dann unerkannt entkommen. Wie viele Fälle der Art gab es im Landkreis Karlsruhe dieses Jahr schon? Im Jahr 2018 gab es 3 Geldautomatensprengungen, am 7. Februar in Karlsbad, am 8. März in Bauschlott und am 27. März in Karlsruhe-Knielingen, wobei der Fall in Karlsruhe-Knielingen durch das Polizeipräsidium Mainz aufgeklärt werden konnte. Sie konnten eine Gruppe von Tätern festnehmen, die auch für diese Knielinger Fall in Frage kamen.